Herzlich willkommen zu Cinema Strikes Back und den vielleicht besten Filmen des Jahres. Das ganze Jahr sprechen wir über Filme und schauen uns so viele Kinofilme an. Wir haben ewig herumdiskutiert, welcher Film in die Liste gehört und welcher nicht. Das ist bei 5 verschiedenen Geschmäckern gar nicht mal so einfach. Aber jetzt viel Spaß. Für Fans von großen Monstern waren die letzten Jahre ein wahrer Segen. King Kong und Godzilla waren überpräsent und werden auch nächstes Jahr wieder die Leinwände erobern. Allerdings reden wir hier von Godzilla aus den USA. Was ist mit dem Original aus Japan? Kurz vor Ende des Jahres beschenkt uns das japanische Filmstudio Toho, das seit über 70 Jahren Godzilla-Filme produziert, mit einer wahren Filmperle. Godzilla Minus One. Back to the Roots. Darin geht es um einen Kamikaze-Piloten, der sich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs nicht in den Tod stürzen will. Er landet auf einer kleinen Insel und trifft dort nicht nur ein Team von Mechanikern, sondern auch eine haushohe Echse, die die Soldaten eliminiert. Der Kamikaze-Pilot kann entkommen, wird aber dann in den Trümmern des zerstörten Tokio von Schuldgefühlen geplagt. Und dann kehrt die Echse zurück. Nur ist Godzilla seit seinem Besuch auf der kleinen Insel immens gewachsen. Mit Godzilla Minus One liefert Toho einen ernsten, dramatischen und gewaltigen Godzilla-Film ab, der sich hinter dem Originalfilm von 1954 absolut nicht verstecken muss. Godzilla ist böse wie nie und das Schicksal der menschlichen Figuren berührt das Publikum hier wirklich. Und da kann sich Hollywood mehr als nur eine Scheibe abschneiden. Mich als Godzilla-Fan hat dieser Film einfach nur wirklich, wirklich glücklich gemacht. Ein deutscher Film, der den anspruchsvollen Job von Lehrkräften abbildet? Nein, Platz 9 ist nicht Fuck You Goethe, sondern Ilker Çatak's Drama Das Lehrerzimmer. Die Idee, den Schulalltag als Psychothriller zu inszenieren, ist uns bestimmt allen schon mal gekommen. In Das Lehrerzimmer geht es um eine Vorzeigelehrerin, die versucht, eine Diebstahlserie aufzuklären. Çatak schafft es innerhalb dieser Geschichte, viel Spannung aufzubauen. Leonie Benesch's Performance ragt auch wirklich heraus. Wir erleben die Geschichte durch ihre Augen und fragen uns immer wieder, was denn jetzt wahr oder falsch ist und ob das am Ende überhaupt wichtig ist. Das Lehrerzimmer wurde übrigens als deutscher Beitrag für den nächsten Auslands-Oscar ausgewählt. Wir drücken die Daumen. Platz 8 klingt erstmal sperrig. Anatomie eines Falls ist ein 2,5-stündiges Gerichtsdrama aus Frankreich. Spannend. Ist anders, aber der preisgekrönte Film zieht einen sofort in seinen Bann. Es geht nämlich um eine Frau, die beschuldigt wird, ihren Ehemann aus dem Fenster geschubst zu haben. Sie beharrt jedoch auf Unschuld. Das Besondere an dem Film dabei ist, dass es gar nicht darum geht, dass am Ende aufgeklärt wird, was eigentlich passiert ist. Es geht vielmehr darum, wie sich der gesamte Prozess auf die Beteiligten auswirkt, wie sehr sie davon belastet werden und was alles hierhin geführt hat. Sandra Hüller als Hauptdarstellerin ist großartig und gewährt einen tiefen Einblick in die Psyche ihrer Figur. Und dennoch wird ihr von einem Hund die Show gestohlen. Im Ernst, gebt diesem Hund bitte einen Oscar oder zumindest ein Leckerli. Jedes Jahr versuchen wir euch nicht nur die größten Blockbuster zu empfehlen, sondern immer wieder auch kleinere Filmperlen. How to Blow Up a Pipeline zum Beispiel hat zwar ein winziges Budget, aber das Schauspiel, der Schnitt, die gesamte Inszenierung, all das macht den Film zu einer außergewöhnlichen Seherfahrung. Den Film werden die wenigsten da draußen kennen, in Deutschland ist er nämlich kaum bekannt. Dabei könnte er kaum aktueller, provokanter und brisanter sein. How to Blow Up a Pipeline dreht sich nämlich um eine Gruppe von Ökoaktivisten. Sie planen, eine Ölpipeline in die Luft zu jagen. Ihr Motto? Jetzt handeln und aktiv werden, um ein Zeichen zu setzen. Der Film und das Buch, auf dem der Film basiert, treffen nämlich gleich zu Beginn eine klare und für manche radikale Aussage. Die Gefahr des Klimawandels rechtfertige den Sabotageakt als eine Form der Selbstverteidigung gegen die Interessen gigantischer Energiekonzerne. Dabei verliert sich der Film nicht in den üblichen Hollywood-Erzählmustern. Es geht zu keinem Zeitpunkt darum, ob es moralisch vertretbar ist, was sie da tun. Das wird nie ausgehandelt. Wir lernen die Gruppe kennen und verfolgen sie von Anfang an bei ihrem Plan. Ob wir als Publikum das nun gutheißen, ist eine Frage, um die sich der Film nicht schert. Das macht diesen kleinen und mutigen Film so außergewöhnlich, so radikal und schonungslos. Und zwar so sehr, dass sogar schon das FBI davor gewarnt hat. Stell dir vor, du würdest deine Kindheitsliebe nach vielen Jahren noch einmal sehen. Wie wäre das für dich? Früher wart ihr unzertrennlich und heute führt ihr zwei völlig unterschiedliche Leben.
Wie eine solche Situation aussehen könnte, stellt sich Regisseurin Celine Song in ihrem Debütfilm Past Lives. In diesem semi-autobiografischen Drama spielen die großartige Greta Lee und Theo Yu zwei Menschen, die sich mit der Zeit aus den Augen verloren haben. Sie ist früh von Südkorea nach Kanada gezogen und wurde dort erfolgreiche Theaterautorin. Er blieb in Südkorea und besuchte eine Ingenieursschule. Doch dann treffen sie sich wieder. Nur ist sie mittlerweile verheiratet. Anstatt die Beziehung der dreien auf Eifersucht oder Drama zu reduzieren, erzählt der Film lebensnah und unaufregend, dass man auch mehrere Lieben im Leben haben darf. Past Lives handelt aber auch von Mehrsprachigkeit und was es für die eigene Identität bedeutet, auszuwandern. Filme, die wir auf Filmfestivals gesehen haben, die noch keinen Deutschlandstart haben, wollten wir in dieser Liste eigentlich nicht aufnehmen. Aber eine Ausnahme machen wir für Raging Grace. Raging Grace haben wir auf dem Fantasy Filmfest gesehen und trotz seines schmalen Budgets hat uns der Film umgehauen. Das Horrordrama dreht sich um eine philippinische Einwanderin in England. Die Haushälterin schuftet für ein besseres Leben für sich und ihre Tochter. Als sie einen einzigartigen Job in einem riesigen Herrenhaus landet, denkt sie, dass sie ihr perfektes Glück gefunden hat. Aber der im Koma liegende Hausherr hat ein düsteres Geheimnis. Raging Grace ist ein kultureller Horror-Thriller, der sich in die Perspektive einer jungen Migrantin hineinversetzt, die in der englischen Gesellschaft ums Überleben kämpft. Ihre Armut steht dabei immer wieder im Kontrast zum Reichtum der Menschen, für die sie arbeitet. Ja, der dramatische Kern des Films hat mich zumindest sehr berührt, aber Raging Grace funktioniert auch als Horrorfilm überraschend gut und birgt einige spannende und gruselige Szenen. Für uns ist dieser winzige Film ein echtes Juwel. Das Kinojahr 2023 war bestimmt von einem großen Ereignis, das den Kinos so einen richtigen Auftrieb gegeben hat. Barbenheimer. Am selben Tag starteten zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Barbie und Oppenheimer. Barbie wirkte durch die Trailer schrill, bunt und witzig, Oppenheimer eher düster, ernst und bedrückend. Auf unserem vierten Platz hat es dieses Jahr Barbie geschafft. Barbie und Ken leben das perfekte Leben in Barbieland, bis sie sich eines Tages entschließen, in die reale Welt zu reisen. Vorab, Margot Robbie und Ryan Gosling sind die perfekte Besetzung für dieses perfekte Paar. Groß war die Sorge, dass Barbie zu einem einzigen Product Placement verkommen würde. Aber die Regisseurin und Drehbuchautorin Greta Gerwig hat es geschafft. Barbie ist ein witziger, aber auch gesellschaftskritischer Film. Er schafft es, emotional zu sein, aber auch ernst. Sicherlich ist Barbie am Ende auch ein Werbefilm für Mattel und für eine Puppe, die über Jahrzehnte hinweg Frauen objektifiziert und stereotypisiert hat. Diese Grundsatzdiskussion können wir in diesem Video nicht aufbröseln. Zum Beispiel, ob ein durch und durch kapitalistischer Film auch feministisch sein kann. Unabhängig von seinem Drumherum bleibt für uns bei Barbie ein wichtiger, unterhaltsamer und hervorragend inszenierter Film zurück. Dass Barbie und Oppenheimer einen hohen Platz in dieser Liste einnehmen würden, das war für uns klar. Als Filmfans haben wir uns darüber gefreut, dass Barbenheimer so viele Menschen in die Kinos ziehen konnte. Ob wir jetzt aber Barbie oder Oppenheimer höher platzieren, puh, glaubt mir, das war eine lange und anstrengende Diskussion. Letzten Endes haben wir uns dazu entschieden, Oppenheimer aufs Siegertreppchen zu befördern. Für mich ist Oppenheimer nämlich ein echter Kinoerfolg. In etwa 3 Stunden erzählt Regisseur Christopher Nolan die Geschichte des Mannes, der als Vater der Atombombe gilt, J. Robert Oppenheimer. Uns hat das Schauspiel von Cillian Murphy mehr als überzeugt und auch die Kreativität, mit der die Denkweise, die Gefühle und das Gewissen von Oppenheimer visualisiert wurden. Die Kälte, die Nolans Filmen immer wieder vorgeworfen wird, und die eindimensionalen Figuren habe ich in diesem Geschichtsepos nicht finden können, sondern vielmehr eine Liebeserklärung an die Wissenschaft. Aber auch an die Fähigkeit der Filmkunst, abstrakte, widersprüchliche Gefühle und unvorstellbare Lebensrealitäten abzubilden. So wie das Innenleben einer historisch dermaßen aufgeladenen Persönlichkeit wie J. Robert Oppenheimer. Bei der Zusammenstellung dieser Liste hätten wir um Haaresbreite einen Film vergessen. In Deutschland ist er nämlich in der allerersten Januarwoche gestartet
und einige von uns haben ihn bereits 2022 gesehen. Nicht nur wir haben ihn übersehen, von den 9 Oscars, für die Banshees of Inisherin nominiert wurde, hat er keinen einzigen gewonnen. Der neue Film von Martin McDonagh dreht sich um die 2 langjährigen Freunde Paul Rick und Combe, die 1923 auf einer winzigen irischen Insel leben. Alleine die Grundidee ist so simpel wie genial. Eines Tages, aus heiterem Himmel, will Combe nicht mehr mit Paul Rick befreundet sein, ohne einen Grund dafür zu nennen. Alleine diese Prämisse fesselt. Natürlich will man wissen, warum es zwischen den beiden kriselt. Colin Farrell spielt den etwas dümmlichen, aber liebenswerten Tu-nicht-gut Paul Rick, während Brendan Gleeson den mürrischen Musiker Combe verkörpert. Die beiden entwickeln eine so interessante und einnehmende Dynamik, ihre Beziehung zueinander geht durch so viele absurde Situationen, dass die 2 Stunden wie im Flug vergehen. Am Ende steht und fällt Banshees of Inisherin natürlich damit, ob die Grundidee auch wirklich durchdacht wurde und sich bis zum Finale trägt. Der Film ist auf Platz 2, ihr könnt es euch also schon denken. Ja und wie? So albern die Grundhandlung auch klingen mag, schlägt der Film auch ernste Töne über menschliche Vergänglichkeit an. Und genau das macht ihn zu ganz großem Kino. Viele großartige Filme haben es leider nicht in unsere Liste geschafft. After Sun und Der gestiefelte Kater 2 zum Beispiel sind zwischen den Jahren erschienen und waren weder in dieser noch letztes Jahr auf der Liste, obwohl sie eigentlich in irgendeiner Form geehrt hätten werden müssen. Ansonsten war für uns Evil Dead Rise die Horrorüberraschung des Jahres. Auch die Animationsfilme Nimona und der neue Turtles-Film haben uns überrascht. Filme wie Femme oder Mars Express, die wir gefeiert haben, haben aber teilweise einfach noch keinen Deutschlandstart. Daher haben wir sie nicht mit reingenommen. Guardians of the Galaxy 3 hat es auch knapp nicht in die Liste geschafft, so wie Infinity Pool oder Across the Spider-Verse. Aber gut, kommen wir zu Platz 1. Und wahrscheinlich könnt ihr es euch bereits denken. Da haben sich Barbie und Oppenheimer so sehr darum gestritten, welcher Film denn wohl besser sei, obwohl ein Vergleich keinem der beiden Filme wirklich gerecht wird. Aber bei kaum einem anderen Film waren wir uns so einig, das ist der Film des Jahres. Die Rede ist von Martin Scorseses neuestem Werk Killers of the Flower Moon. Ein Herzensprojekt des Regisseurs, dem viel daran lag, die wahre Geschichte um den Stamm der Osage im Kino zu zeigen. Die Story? Die Osage werden von der US-Regierung umgesiedelt in eine Gegend, die zunächst nicht sehr attraktiv wirkt, bis der Stamm dort auf Öl stößt und schnell ein riesiges Vermögen damit verdient. An dieses Geld wollen allerdings einige gierige Weiße ran, unterwandern den Stamm, lügen und morden klammheimlich, um selbst reich zu werden. Es ist ein erschütterndes Drama, das uns eine Geschichte erzählt, die so unglaublich ist und von der die meisten noch nie zuvor gehört haben werden. Scorsese lässt sich in Killers of the Flower Moon Zeit, um die Beziehung der Figuren aufzubauen. Ganze 206 Minuten dauert das Western-Drama und wenn ihr mich fragt, jede Minute ist es wert. Es gibt keine Länge in diesem Film. Neben der Regie von Scorsese ist das unter anderem auch der Hauptdarstellerin geschuldet, Lily Gladstone. Ihre Performance ist eine Offenbarung. Wir hoffen, dass sie für ihre Leistungen einen Oscar bekommen wird. Für uns bei Cinema Strikes Back hat Martin Scorsese mit Killers of the Flower Moon wieder mal bewiesen, dass das Kino einfach nicht tot ist. Denn dieser Film gehört einfach ins Kino. Na gut, jetzt ist er halt auch schon bei Apple TV Plus zu sehen, aber ein Kinobesuch hat sich mehr als gelohnt. Stimmt ihr uns zu? War Killers of the Flower Moon auch für euch der Film des Jahres? Falls nein, welcher dann? Schreibt es unten mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch über unsere Platzierungen lachen müssen. Und wenn ihr jetzt weiter lachen wollt, dann schaut doch mal bei unserem Freund und Funkkollegen Phil Laude vorbei. Oder schaut euch ein weiteres Video von uns an, zum Beispiel mein Special über Weihnachtsfilme. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back.